Willkommen im High Five Channel. Hey Leute, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück. In einigen meiner vorangegangenen Videos hatte ich gezeigt, wie man eine .html-Seite grundsätzlich erstellen kann. Das ist im Grunde genommen sehr einfach, außerdem gibt es im Internet zahlreiche Internetseiten, die sich ausgiebig mit der Erstellung solcher beschäftigen. Daher hat es mich umso mehr gewundert, als ich immer wieder gefragt wurde, wie man beispielsweise Bilder in das eigene Projekt mit einbeziehen kann. Leuten, die sich ernsthaft mit der Erstellung von Internetseiten auseinandersetzen möchten, kann ich Self-HTML nur weiterhin sehr empfehlen. Den Link packe ich mal in die Beschreibung. Ich zeige die Internetseite mal kurz. Sehr empfehlenswertes Webangebot rund um HTML, JavaScript, CSS und Co. Wie auch immer, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich öfter gefragt wurde, wie man Bilder in die eigene Internetpräsenz einfügen kann. Weil das so einfach ist, werde ich den faulen Säcken unter euch, die sich zu schade sind, auf Self-HTML nachzuschlagen, nun einfach ganz schnell mal zeigen, wie das geht. Und zwar machen wir das Ganze einfach mit dem Image-Tag. IMG, SRC, die URL zum Bild und wir schließen den Tag wieder. Natürlich müssen wir hier eine gültige URL zu einem Bild eingeben. Ich probiere es mal mit bildermatrix.jpg. Das müsste ich so noch auf meiner Festplatte haben. Ich speichere. Ihr könnt hier natürlich eine beliebige Webadresse zu einem Bild angeben. Nun lade ich die Internetseite neu und wie wir sehen, ist das Bild nun in meine Internetseite eingefügt. So, wir können mit dem Image-Tag wie gewohnt in HTML natürlich noch viel mehr anstellen. Beispielsweise können wir unserem Bild eine fixe Größe geben. Dafür fügen wir einfach diverse Größenangaben zu unserem Bild hinzu. Ich schreibe das hier ganz einfach hinter Source. Und zwar Width and Height, also einmal die Breite und einmal die Höhe unseres Bildes. In diesem Fall habe ich festgelegt, dass das Bild 300 Pixel breit und 300 Pixel hoch sein soll. Ich speichere das Ganze und wie wir sehen, ist das Bild nun 300 Pixel breit und 300 Pixel hoch. Sieht zwar etwas strange aus so, aber funktioniert. Wir können auch zum Beispiel dafür sorgen, dass der Text links oder rechts von unserem Bild verläuft. Das machen wir ganz einfach mit CSS. Ich füge das Ganze hier der Einfachheit halber einfach mal in den Image-Tag ein. Wir schreiben Style gleich, machen wieder diese Anführungsstriche, Float, Doppelpunkt, Left. Und wieder die Anführungsstriche. Das sorgt dafür, dass der Text rechts von unserem Bild verläuft. Mal probieren. Ja, der Text läuft nun rechts von unserem Bild. Das Ganze können wir natürlich auch links von unserem Bild verlaufen lassen, indem wir hier Right einfügen. Wundert euch nicht, die Angaben hier stehen nicht für den Text, sondern für das Bild an sich. Ich lade die Internetseite neu und wir sehen, das Bild ist nun rechts auf unserer Internetseite. Alles sehr einfach, wie ihr seht. Auf Self-HTML kann man das Ganze auch noch nachschlagen und noch viel mehr lernen. Ich hoffe, dieses Video hat euch eventuell ein wenig weitergeholfen. Have fun!